Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim Dawnguard. In der letzten Folge, ja, da haben wir den Drachen Durnvir getötet. Und nun bekommen wir die Schriftrolle der Alten, die wir gesucht haben. Bitte verzeiht mein Erstaunen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich einmal den Tod dieses Drachen erleben würde. Tja, es gibt für alles ein erstes Mal, ne? Bitte verzeiht meine Stammrolle, aber ich hätte nie gedacht... Wieso sagt ihr das? In den Schriften, die über Durnvir verfasst wurden, wird behauptet, dass er nicht mit normalen Mitteln bezwungen werden kann. Tja. Deren Verfasser scheinen sich geirrt zu haben. Es sei denn... Sprecht weiter. Die Seele eines Drachen ist so widerstandsfähig wie seine Schuppenhaut. Es ist möglich, dass euer Todesstoß Durnvirs körperliche Hülle lediglich zerstreut hat. Oh. Und er sich regeneriert. Das kann sein. Wie lange wird das denn dauern? Minuten? Stunden? Jahre? Ich weiß es nicht. Hm. Und ich würde vorschlagen, hier nicht zu verweilen, um die Antwort auf diese Frage zu finden. Stimmt. Dann wollen wir euch mal diese Schriftrolle der Alten besorgen und euch auf den Weg schicken. Ja. Ja, das wäre fein. Sie führt uns zur Schriftrolle. Okay, und da ist sie. Schriftrolle der Alten Blut. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich glaube nicht, dass ich das hier... Ihr solltet euch auf den Weg machen, nun da die Schriftrolle der Alten in eurem Besitz ist. Bleibt ihr hier? Ich hatte keine Wahl. Wie ich bereits sagte, ich bin eine Tochter von Kalthafen. Sollte ich nach Kalthafen zurückkehren, würde das Harkons Chancen erhöhen, seine Tyrannei der Sonne zu verwirklichen. Wie kommt's wohl zurück, wenn wir es schaffen? Ich weiß eure Sorge um mein Wohlergehen zu schätzen. Aber für mich zählt nur Serana. Ihr müsst versprechen, sie um jeden Preis zu beschützen. Mach ich. Vergesst nicht, dass Harkon nicht zu trauen ist. Was immer ihr auch verspricht, er wird euch verraten, um zu bekommen, was er will. Und versprecht mir, auf meine Tochter aufzupassen. Das sagt sie so. Das ist das Einzige, was mir noch etwas bedeutet. Gehen wir nach Hause. Kehre nach Tamriel zurück. Na, das werden wir doch. So, dann sind wir hier also fertig. Wir haben die Schriftrolle, die wir gesucht haben. Ja. Und wir können nach Tamriel zurückreisen. Endlich. Dann lassen wir jetzt die beiden Schriftrollen verlesen. Oh. Der Drache. Steckt euch. Durnvir. Ich möchte mit euch reden, Quanarin. Er hat die Stimme von Kaiten. Ich dachte, ihr wärt tot. Verflucht, nicht tot. Verdammt, für alle Ewigkeit in dieser Gestalt zu existieren. Gefangen zwischen Lars und Dinok. Zwischen Leben und Tod. Warum sprechen wir miteinander? Ich glaube an Ehre unter erfahrenen Kriegern. Und euer Ohr ist es wert, meine Worte zu hören. Meine Klauen schnitten durch das Fleisch zahlloser Feinde. Doch auf dem Schlachtfeld wurde ich kein einziges Mal besiegt. Ich gebe euch daher den Ehrentitel Quanarin. Was in eurer Sprache Sieger bedeutet. Wow, sehr kreativ. Ich bin also Sieger. Eure Worte ehren mich sehr. Mein Wunsch, mit euch zu reden, entsprang dem Ergebnis unseres Kampfes, Quanarin. Sieger. Ich möchte euch nur respektvoll um einen Gefallen bitten. Na gut. Was für ein? Unzählige Jahre habe ich das Seelengrab durchstreift. Gegen meinen Willen den vollkommenen Meistern dienend. Davor war der Himmel von Tamriel meine Heimat. Ich möchte dorthin zurückkehren. Geht das? Was hält uns davon ab? Ich fürchte jedoch, dass meine Zeit hier nicht spurlos an mir vorübergegangen ist. Ich bin mit diesem scheußlichen Ort verbunden.
Wenn ich mich zu weit vom Seelengrab entfernen würde, würde meine Kraft schwinden. Bis hin zu meiner vollständigen Auflösung. Wie könnte es helfen? Ich werde euch meinen Namen anvertrauen und euch erlauben, ihn in Tamriel anzurufen. Oh! Ehrt mich auf diese einfache Art und Weise. Und ich werde an eurer Seite als euer Grad Zemazin kämpfen, euer Verbündeter. Und euch mein Tun lehren. Na, das wäre doch klasse. Einfach euren Namen Tamriel rufen? Das alles? Für euch ist es vielleicht trivial. Mir würde es sehr viel bedeuten. Ich benötige keine Antwort, Quanarin. Ruft einfach meinen Namen in den Himmel, wenn ihr glaubt, dass die Zeit dafür reif ist. Das werde ich auch. Lerne das erste Wort von Durin Wirs Rai. Wie seid ihr hineingelangt? Es gab eine Zeit, in der Tamriel meine Heimat war. Doch diese Zeit ist lange schon Vergangenheit. Die Dover beherrschten die Lüfte und wetteiferten um ihre Territorien. Was schreckliche und schließlich tödliche Kämpfe zur Folge hatte. Wart ihr ein Teil davon? Das war ich. Aber anders als meine Brüder suchte ich nach ungewöhnlichen Lösungen, um meine Überlegenheit beizubehalten. Ich fing an, das zu erforschen, was die Dover Alok Delon nennen. Die uralte, verbotene Kunst der Totenbeschwörung. Ihr habt im Seelengrab nach Antworten gesucht. Die vollkommenen Meister versicherten mir, dass meine Kräfte ohnegleichen sein würden, dass ich Legionen von Untoten auferstehen lassen könnte. Als Gegenleistung musste ich ihnen als Wächter dienen, bis zum Tode der einen, die sich selbst Valerica nennt. Sie haben uns nicht gesagt, dass sie unsterblich war. Ich entdeckte zu spät, dass die vollkommenen Meister die Täuschung der Ehre vorziehen und nicht daran dachten, mich aus meiner Verpflichtung zu entlasten. Sie besaßen die Kontrolle über meinen Geist, aber glücklicherweise konnten sie meine Seele nicht beherrschen. Seid ihr deshalb jetzt frei? Frei? Nein. Ich habe hier zu viel Zeit verbracht, Quanarin. Das Seelengrab ist Teil dessen geworden, was ich bin. Ich kann Tamriel nie wieder ganz meine Heimat nennen. Sonst würde ich sicher umkommen. Meine einzige Hoffnung ist, dass ihr mir dort durch euren Ruf kostbare Momente schenken werdet. Das werde ich. Gut, aber bevor wir jetzt hier ewig mit dem Drachen reden, weil die Drachengespräche sind immer sehr, ja, ausufernd, würde ich mal sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg. Bevor wir jetzt ewig mit ihm reden. Oh, das habe ich ja vergessen. Nein, also ich habe nicht vergessen, aber ich habe Arvak, nicht den Favoriten hinzugefügt, weil ich ja eben, wie ihr ja wisst, Drachenseele nutzen. Durin Wir können wir jetzt rufen. Coole Sache das, ne? So. Ich habe nur vergessen, Arvak erneut in die Favoriten einzusetzen. Da ich ja gestorben bin und geladen habe, wie ihr ja wisst. So, machen wir uns jetzt direkt auf den Weg. So.
Joi, jetzt haben wir aber hier schon ein bisschen was erlebt. Wir haben gegen Dornevir gekämpft. Wir haben die Schriftrolle endlich. Und jetzt können wir endlich, endlich nach Tamriel zurückkehren. Ja gut. Boah, nach drei Folgen? Vermutlich. Können wir jetzt ebenfalls endlich nach Tamriel zurückkehren und da weitermachen. Wie ich auch versprochen habe, beziehungsweise im letzten Infovideo versprochen habe, werden wir dann auch nach Dorngard auch, ne, Schatten von Meresis spielen. Hab gehört, die soll nicht ganz so einfach sein, gerade von den Rätseln her. Und da hoffe ich einfach vor allem, dass ihr mir da ein bisschen Unterstützung gebt, falls ich da hier und da nicht weiter weiß, dass ihr da Lösungsansätze vorschlagt und so weiter. Also müsst ihr nicht, ne? Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir da helft, falls ich mal hängen sollte. Selbst wenn es nur Lösungsansätze sind. Ich auch. Ich wünschte, sie könnte mit uns kommen. Naja. Wir haben die Schriftrolle, das ist auch viel wert. Volkihare Ball... Ich hätte schon fast Ballon gelesen. Volkihare Ballon. Yay! So. Okay, und wie kommen wir jetzt jenseits des Todes? Errungenschaft freigeschaltet. Ja, weil die Steam-Unterstützung an ist. Ja, weil die Unterstützung an ist, werden jetzt auch die Erfolge angezeigt. Und sagt mir nicht, dass wir jetzt wirklich... Nee, oder? Wir müssen jetzt wirklich komplett nochmal durch den ganzen neu gefundenen Bereich? Nee, oder? Moment. Nein. Dadurch, dass wir hier nämlich nach draußen kommen, hoffe ich mal. Ja, jetzt kann ich ja die Weltkarte nutzen. Ja, genau, jetzt können wir einfach nach Burg Volkihar reisen. So. Gut. Dann würde ich sagen, speichern und weiter geht's. Jetzt erfüllen wir erstmal diese Quest. Die nächste. Die Suche nach der Offenbarung. Und wenn wir das gemacht haben, ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich befürchte aber, wir sind fast fertig. Würde mich auch nicht wundern. Ne? Ach ja, übrigens, bevor ihr fragen solltet. Ja, Dragonborn werde ich auch spielen. Aber erstmal muss ich dafür da sein, was? Ich überlasse die Politik den anderen. Aber spielen werde ich es doch auch. So. Gehen wir zu ihm. So, das ist der Seher. Wie kann ich euch dienen? So, was ist eigentlich die Aufgabe der Mottenpriester? Es ist unsere heilige Pflicht, die Schriftrollen der Alten zu studieren. Wir studieren diese alten Schriftrollen der Prophezeiung, um die Zukunft vorherzusagen. Und wir nutzen dieses Wissen, um dem Kaiser zu helfen. Hm. Manchmal reisen wir hinaus in die Welt, um nach weiteren Schriftrollen für unsere Bibliothek im Weißgoldturm zu suchen. Aus diesem Grund bin ich überhaupt erst nach Himmelsrand gekommen. Mhm. Übrigens, er hat ein sehr, sehr tolles Schwert dabei. Er kann einfach Stein durchhauen, wie ihr da unten seht, ne? Er hat einfach das Schwert durch den Steinboden gehauen. Ja. Der Weißgoldturm. Das ist der große Turm im Herzen der Kaiserstadt. Ich kenne ihn. Eines der höchsten Gebäude in ganz Tamriel. Die Untergeschosse beheimaten den kaiserlichen Rat. Der Orden der Mottenpriester belegt die mittleren Etagen. Im jüngsten Krieg gegen den Altmeribund wurde der Turm schwer beschädigt.
und ist nicht mehr das, was er einmal war. Serana ist auch immer im Weg. Ich hoffe, ihn eines Tages wieder in seiner alten Pracht sehen zu können. Ja, das wäre generell eine schöne Sache. Und gute Reise. Und Serana, geh hinter mich. So. Du sollst nicht in der Kamera rumstehen. Ich habe die Schriftrollen. Ich fürchte, ich kann euch nicht länger mit den Schriftrollen behilflich sein, mein Herr. Was? Das zürnt mir nicht. Doch. Wovon redet ihr? Ich fürchte, dass ich in meiner Eile die erste Schriftrolle zu lesen, die dafür notwendige Zeit der Vorbereitung vernachlässigt habe. Die Folgen dieses Fehlers muss ich allein tragen. Ich bin mitnichten unwillig, euch zu helfen. Doch wie ihr anhand meiner Bandagen sehen könnt, bin ich dazu körperlich nicht mehr in der Lage. Tja, ihr seid blind. Oh, bitte, mein Herr, bitte, vergebt mir. Es gibt wohl keine Heilung. Wenn doch nur ein solches Wunder existierte, ich würde das Unmögliche möglich machen, um es zu ergreifen, wenn ich euch damit gefallen könnte. Dann brauchen wir euch nicht länger. Sterbt. Qualvoll. Obwohl ich gerne durch eure Hand sterben würde. Qualvoll. Könnte ich euch vielleicht einen anderen Weg anbieten, die Schriftrollen zu lesen? Was? Sprecht weiter. Oh, vielen Dank, mein Herr. Danke. Komm zum Punkt. Über ganz Tamriel verstreut findet man abgelegene Orte, die nur als Lichtungen der Ahnen bekannt sind. Es gibt auch eine in Himmelsrand, in Kiefernwald. Wenn ihr das Ritual der Ahnenmotte innerhalb der Lichtungen durchführt, solltet ihr die Antworten erhalten, nach denen ihr sucht. Okay, erklärt mir dieses Ritual. Es umfasst das vorsichtige Einsammeln der Rinde eines Kantikumbaumes, mit der ihr Ahnenmotten anlocken könnt. Wenn euch genug Motten folgen, verleihen sie euch die notwendige Einsicht, um die Schriftrollen zu verstehen. Ah, okay. Vorsichtig die Baumrinde einsammeln? Wie? Um die Tradition zu wahren, müsst ihr auf der Lichtung der Ahnen ein besonderes Werkzeug verwenden. Das Messer der Anziehungskraft. Jeder Mottenpriester lernt dieses Ritual. Aber nur wenige erhalten die Möglichkeit, es durchzuführen. Ihr solltet euch glücklich schätzen, wenn es bei euch funktioniert. Muss die Schriftrolle in einer bestimmten Reihenfolge lesen? Nach dem, was ich in der Vision gesehen habe, liegt der Schlüssel zur Prophezeiung in der Schriftrolle der Alten, welche die Herausforderung der Götter durch das Blut der Sterblichen voraussagt. Okay. Das Entschlüsseln einer Schriftrolle der Alten unterscheidet sich grundlegend vom Lesen eines einfachen Buches. Bug? Es erfordert die richtigen Rituale und ein hohes Maß an Konzentration. Die Entschlüsselung einer einzigen Schriftrolle kann Monate oder gar Jahre in Anspruch nehmen, gefolgt von einer mehrmonatigen Erholungsphase. Okay. Möge das Gut. Glück euch hold sein. Ja, jetzt haben wir einiges erfahren, und zwar, dass der da uns nicht mehr behilflich sein kann, und er soll immer noch qualvoll sterben, da bin ich der Meinung. Und wir müssen jetzt eben zu diesem Hain und da genug Ahnenmotten finden, die uns folgen, aber um die Rinde von dem Baum zu bekommen, brauchen wir das Messer der Anziehungskraft, und das zu finden... dauert erstmal. Also erstmal brauchen wir das Messer, dann brauchen wir die Rinde, dann müssen wir die Motten andocken, dann können wir die Schriftrolle verlesen. Ja, gut. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn ich wieder recht zweigsam war, was daran liegt, dass ich eben in den Unterhaltungen nicht das Wissen reden möchte. Trotzdem hoffe ich, dass euch die Folge wie die anderen gefallen hat. Und auch die anderen, wie diese euch gefallen haben und so weiter. Naja, ich hoffe einfach, dass euch die Folge einfach gefallen hat. Punkt. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Tschüss.